meine Zuckermäuse. Was geht ab? Wir waren heute in Burg Stargard zur MX2LM. Dritter Lauf. Wir hatten eigentlich einen richtigen beschissenen Tag. War eher so mäßig. Ja, Erik ist vor dem ersten Lauf in der Einflussrunde schwer abgeflogen mit Überlenker und richtig eingeschlagen und Krankenwagen und alles scheiße. Dadurch hatten wir alle richtig schlechte Laune den ganzen Tag. Wenig gefilmt mit dünner Scheiße labern und so. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht heute. Bennett hat trotzdem einen guten Lauf gehabt. War stark, sehr stark von Bennett heute. Ja. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, führt Bennett in der MX2-Wertung jetzt. Mit 9 Punkten oder 6? 6, 3, 6, irgendwie so. Ist auf jeden Fall richtig eng. 2 Läufe haben wir noch. Ja, wir gucken mal, was wir aus dem Video machen. Wird nichts Dickes, weil, wie gesagt, alle schlechte Laune hatten ein bisschen. Aber ja, Erik geht soweit ganz gut. Alles ein bisschen dick und blau und ja. Ja, aber er kommt noch die Beine, genau. Hat sich nichts gebrochen. Genau. Toi, 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 ja. Aus Plastik. Genau. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Rocky. Rocky? Alter, das ist... Hallo Leute, wir sind heute in Burg Stargard. Hallo Leute, ich mache hier den Helm sauber. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along with me too. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California. Life is gold and never touch ya. Dreams on my own, I'ma work it from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Habe ich das richtig gehört? Hä? Bist du Erster? Ich glaube schon, ja. Wenn nicht Ragus Ronny jetzt noch am letzten zum Schluss schneller war, dann war ich Erster, ja. So, Mr. Crazy? Ich bin scheiß Spuren gefahren, weil ich es am Ende erst mitgekriegt habe. Aber das ist ja hier alles nur 100. Der dicke Mann mit der Kamera. Interview! Hallo! Zufrieden? Ja. Ja, heute war wieder besser. Besser als in Bad. Zu Platz 1. Bennett war schnellster. Finde ich krass. Schneller als Rako, der Masters-Fahrer. Schmecker-Werkspilot. Nee, auf Platz 1 fehlt bloß irgendwas mit 2 Sekunden. Das ist gut. Zufrieden. Nachher Startplatz 5. Kann ich mir genug Startplätze noch aussuchen. Und die nächsten 3, glaube ich, fahren alle in der nächsten Sekunde irgendwo. Es wird langsam, es wird. Dann hat unser Werksfahrer halt hier die Pole Position gesichert. Und ich bin weit ab davon. Ich war auch dabei. Bist ready? Fiete, wie findest du den Sticker heute? Ganz geil. Also, kenn ich gar nicht. Wie war der erste Lauf? Eigentlich ganz gut. Ja, vierter jetzt. Reizt für den ersten heute noch? Wenn ich jetzt erster werde, dann ja. Ich muss mal Test geben. Ey. So. Mach mal selber. Ja, mach das. Kaffee. Schon nüchtern? Du ja. Immer. Schon nüchtern. Ich nie. Nee. Schämst du dich? Nix. Kommt gar keine Antwort. Keine Antwort. Nee. Ich gar nicht. Ole? Ich kaufe ein ganzes. Du musst da reingucken und Hallo sagen. Hab ich doch, komm schon. Hallo. Du musst immer zur Kamera stehen. Ah. Nie mit dem Rücken zum Publikum. Der ist so, ja, Bock drauf bestimmt. Ja, mega. Oh, voll so. Genau wie Ole. Aber die Nase. Ja. Sag dein Wort. Welches? Es war so crazy, ich weiß auch nicht mehr.
Ich bin Ballerstedt vorbeigegangen sein. Aber Michi Ballerstedt hat ein wenig Luft und dahinter müsste... Hey! Was willst du denn? Hast du gar kein Mikro? Hallo, hallo, hallo. Dicke Ausbeute wieder, die Wochenende. Peace und lange Haare, wir sehen uns.